Moin, hier ist wieder Grüne Ente und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 1.17 Survival. Hier sehen wir auch gerade den wunderbaren Sonnenuntergang. Shader ist auch wieder mit am Start. Hier mit der Reflexion auf dem Wasser sieht alles sehr schön aus. In der letzten Folge hatten wir diese Brücke hier rüber gebaut und in den Folgen davor hier auch diesen Wasserturm, mit dem wir jetzt sehr einfach nach unten in die Mine kommen. Für alle, die sie neu sind, wir wollen hier eine Zwergenmine unten in diese Schlucht bauen. Hier haben wir zum Beispiel schon angefangen. Hier haben wir so einen TNT-Schacht. Hier haben wir unseren Verzauberungsraum. Und dort hinten haben wir auch den Gang mit dem Nether-Portal. Und wenn euch sowas interessiert, könnt ihr gerne schon mal ein Abo da lassen und natürlich auch ein Like. Und am Ende des Videos natürlich dann auch gerne einen Kommentar schreiben. Aber ich will jetzt gar nicht lange rumlabern. Und zwar, wir wollen mit dem Ganzen hier weitermachen. Ich überlege gerade, was wäre denn sowas Sinnvolles, was wir machen können. Also hier oben haben wir jetzt schon mal so die Basics. Es wäre vielleicht gut, so eine Hühnerfarm zu machen, weil die ja vollautomatisch Essen produziert. Und wir das dann nicht mehr selber machen müssten. Wollen wir also die Hühnerfarm gleich bauen? Ich habe hier gerade schon ein Tutorial auf dem zweiten Bildschirm offen, wo ich mir das Ganze mal anschaue. Und ich habe jetzt eine Liste auf dem zweiten Bildschirm, was für Items ich brauche. Und ich würde die mal ganz kurz raussuchen. Also so, ich habe jetzt alle Items hier zusammen. Ich nehme die hier mal alle raus und dann gehen wir einfach mal. Ich weiß, oder doch, ich würde das oben auf einer Wiese machen. Dort ist es dann einfacher, auch die Hühner ranzubekommen. Und vielleicht bauen wir das hier drüben so hin oder vielleicht packen wir es auch eher hier hin. Dann sieht man das auch von dem Gang aus hier. Mal schauen, ob der Zombie hier stirbt. So, und jetzt können wir hier anfangen mit dem Bauen. Also, soweit ich das verstanden habe, ich würde hier vielleicht noch einen weiter nach hinten gehen. Übrigens, ich kann das Video, was ich hier als Tutorial nebenbei hier laufen habe, auch gerne nochmal in die Videobeschreibung packen. Also, wir brauchen 5 Blöcke hier Abstand. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier packen wir dann eine Kiste hin. Dann nehmen wir uns einmal den Trichter. So. Und packen dann hier einen Block hin. Dann kommt hier ein Werfer hin. Dann nehmen wir uns hier einmal eine Schiene. Auf die Schiene packen wir das Trichter-Minecart. Dann bauen wir hier die Schiene einmal ab. Und dann gehen wir nach hier vorne, platzieren hier einen Piston hin, platzieren hier dann eine Stufe drauf. Und bevor wir das machen, gehen wir einmal hier zur Seite und bauen hier so eine kleine Mauer drauf. So. Und dann können wir hier den Piston auch mit dem Redstone-Block hier einmal bepowern. So. Dann bauen wir den Piston wieder ab. Das hier auch. Und was wir jetzt haben, ist ein Trichter-Minecart, was in einer Stufe drin steckt. Und der Vorteil ist, dass das Trichter-Minecart extrem schnell Items aufsammelt. Und hier sind dann die Babyhühner drin. Und wenn dann nachher später die Lava oder die Hühner durch die Lava gekillt werden, gibt es eine Wahrscheinlichkeit oder eine Möglichkeit, dass die Items nach oben hüpfen und direkt in der Lava verbrennen. Das passiert nicht, wenn wir hier jetzt ein Trichter-Minecart drauf haben. Und wenn wir jetzt Sachen reinschmeißen, tauchen die ziemlich schnell hier dann wieder auf. So, als nächstes bauen wir die Maschine, die jetzt die Items hier automatisch ausspuckt, beziehungsweise nicht Items, sondern die Eier. Als erstes bauen wir einmal ganz kurz noch ein kleines Glas-Dings hin. Machen das hier auch nochmal zu. So. Und zwar, wenn jetzt die Items hier ankommen, sollen die automatisch gedroppt werden oder automatisch dispensed werden. Wir platzieren hier oben gleich erstmal einen provisorischen Block hin. So. Und dann kommt hier unten ein Beobachter dran. Hier noch ein Beobachter. Ups. Aber der soll natürlich in die Richtung hier drüben schauen. So, perfekt. Und der Block wurde sogar, glaube ich, gerade eben direkt eingesammelt. Wir schauen mal hier oben in die Kiste. Ja. So, der Block kommt hier wieder hin. Und wenn wir den Block hier abbauen, kriegt der hier immer ein Signal. Und dann packen wir hier jetzt noch einen Berater dran. Und hier einen Trichter. Und wenn wir hier jetzt ein Item reinschmeißen. So, dann kriegt das ein Signal und das Ganze wird gedroppt und landet hier drin. Wenn das dann zum Beispiel ein Ei ist, wird das Ganze hier dann gegen die Fensterscheibe gedroppt und dann haben wir hier unsere Hühner drin. Und das wird jetzt oder funktioniert folgendermaßen: Sobald hier ein Item durch den Trichter geht, wird das hier vom Komparator erkannt, geht dann durch den ersten Beobachter, durch den zweiten und der gibt dann jetzt so ein Signal hier an den Dispenser.
So, jetzt bauen wir mal hier noch die Vermehrungsstation. Dafür nehmen wir uns hier einmal Glas, Glas und Glas. Und dann kommt hier noch ein Werfer hin. Und auf diesem Block können jetzt nur 24 Entities sein. Das ist in Minecraft so einprogrammiert, dass die maximale Anzahl, die auf einem Block sein kann. Allerdings gibt es ein kleines Feature, und zwar, wenn wir hier eine Leiter dran platzieren, dann wird diese Mechanik aufgeschaltet. Und jetzt können hier quasi unendlich viele Entities drin sein. Und damit wir die dann hier einfach reinbekommen, haben wir hier halt noch einen Spender. Allerdings würde ich das Ganze erstmal nicht mit dem Spender machen, da man die ersten Hühner, oder ich würde die ersten Hühner jetzt erstmal ohne Spender ran versuchen ranzubekommen. Dafür würde ich hier einmal so ein kleines Dings bauen. Wir können hier noch den Hebel drauf platzieren, damit wir dann hier die Sachen rausdroppen können. Außerdem kommt hier vorne noch Lava einmal hin, so, damit die Hühner, wenn sie gleich groß werden oder wenn es demnächst dann groß werden, hier verbrennen. Und dann kommt hier auch noch eine Schicht Stufen drauf, einfach damit hier nichts entkommen kann. Natürlich soll das hier vorne natürlich nicht ganz so zu sein. Aber das können wir jetzt zubauen. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch Hühner, die ich hier reinlocken kann. In der Hoffnung, dass sie hier dann auch direkt reinfallen. Und jetzt können die Hühner hier zwar gerade noch entkommen. Das heißt, ich muss hier das Ganze einmal noch ein bisschen höher machen. Weil wir hier natürlich jetzt die Hühner, also nachher, wenn man das später dann mit dem Werfer macht, ist das natürlich einfacher. Aber für die ersten Hühner würde ich das jetzt so machen. Und dann bauen wir hier eine kurze Treppe hoch. Und jetzt können wir die Hühner hier hochführen und dort reinfallen lassen. Das heißt, wir suchen jetzt uns Hühner und die können wir dann zurückbringen. Und hier vorne haben wir auch unser erstes Hühnchen. Ich brauche mal, ich habe auch ein Seed, so. Und dann locken wir mal das Huhn hier ein bisschen rüber. Und dann sehen wir uns gleich wieder. These past few days, think it's fair to be proud about it. I quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more. So, jetzt schubsen wir einmal das Huhn hier rein. Wenn das Huhn jetzt ein Ei legt, fällt das hoffentlich in den Trichter und wird dann hier vorne reingelegt. Allerdings möchte ich jetzt am Anfang noch nicht, dass das Ganze direkt verbrannt wird, das Ei. Daher bauen wir den hier einmal kurz ab, den Komparator. Einfach aus dem Grund, damit die Eier sich hier dann drin sammeln und wir diese dann nachher später wieder hier einpflanzen können. Das heißt, erstmal brauchen wir hier viele Hühner, damit wir hier vorne dann auch viel Profit rausbekommen. Und hier vorne hatte ich gesehen, liegt oder lag noch ein Ei rum. Egal, ist wahrscheinlich jetzt respawned. Aber ich gehe jetzt erstmal schlafen. So, es ist wieder Tag. Und mal schauen, wahrscheinlich hat das Huhn hier noch kein nichts gedroppt. Ein Ei hatte ich auch noch unten gefunden. Und wenn wir das hier mal reinlegen, können wir einmal umlegen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier jetzt ein weiteres Huhn bekommen haben. Nee, leider nicht. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eins übrig. Ein bisschen warten. Ich suche sonst noch ein paar mehr Hühner. Vielleicht finde ich noch irgendwo welche. Aber sonst bleibt es jetzt eigentlich nur noch abzuwarten. Like I was colorblind, but mentally, yeah.
just no longer feeling tired. I don't wear my PJs every day, 'cause I would rather be outside. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. So, ich habe hier gerade einfach 6 Hühner auf dem Weg gefunden. Die müssen wir jetzt hier irgendwie alle hier in diese Maschine reinpacken. Mal bitte hier reinjumpen. So, ein paar machen es auch schon freiwillig. Den Rest müssen wir leider reinfeeden. So, alles einmal hier rein. Shoot, shoot. Hier einmal bitte auch du rein. Und auch du sollst hier rein. Auch du hier einmal rein. Und du auch. Die Hühner, die hier drauf sitzen, schlagen wir einmal runter. So, und dann habe ich auch noch einige Eier bekommen, 6 Stück. Und hier im Werfer sind bestimmt auch noch welche. Ich habe 2 Stück. Und diese packen wir jetzt einfach mal hier rein. So. Und drücken hier jetzt mehrfach drauf. Und jetzt würde ich sonst gleich mal ein bisschen AFK gehen und mich hier einbauen. Und dann warten, dass hier die Hühner weiter Eier legen und diese dann vermehren. Und dann sehen wir uns sonst mal gleich wieder, wenn ich hier fertig AFK stand und hoffentlich dann ein paar Eier drin sind. Oh, hier sieht, oder nee, die sind einfach nur im Trichter drin. Ich dachte schon, hier wäre ein Babyhuhn gespawnt. So, ich war gerade eben ein bisschen essen und stand da jetzt AFK. Und ich hatte hier schon in den Trichter reingeschaut. Hier haben wir 3 Stacks, beziehungsweise 3 Eierstacks jetzt. Und dann können wir jetzt eigentlich auch hier mal ein bisschen Hühner hier werfen können. Oh, direkt schon eins beim ersten Wurf gespawnt. Ich lege sonst mal hier die restlichen Eier unten in den Dispenser und dann können wir hier einfach mehrfach drauf drücken und das Ganze automatisch hier dann einpacken. Das geht dann ein bisschen schneller. Ups. So. So, alle Eier wurden gesetzt. Und jetzt haben wir hier einige an Hühnern drin. Soweit sieht das auch schon mal ganz gut aus. Wahrscheinlich wurden hier noch keine neuen Eier wieder reingelegt. Doch, tatsächlich schon. Dann ging das jetzt relativ schnell. Legen wir das Ei sonst auch mal kurz rein. So. Und machen das hier einmal. Und dann haben wir eigentlich die Hühnerfarm so, oder die Eierfarm soweit auch schon fertig. Ich würde hier das Ganze hier tatsächlich jetzt schon abschließen. So. Und jetzt wäre oder jetzt werde ich die ganzen einfach noch über den Spender vermehren. Und jetzt können wir eigentlich darauf warten, dass hier mal ein bisschen mehr Eier kommen, damit wir hier dann ein paar mehr Hühner haben, die wir dann hier drüber spawnen können. Aber jetzt ist das, glaube ich, schon mal ein ziemlich guter Anfang hier. Und dann, wenn wir dort hinten in der Eierlegestation genügend haben, können wir das Ganze hier umbauen. Ich würde noch einmal ein bisschen mehr Stein holen. Und hier noch einmal so, das sieht dann ein bisschen schöner aus. Hier das Ganze auch einmal und auf der anderen Seite haben wir es, glaube ich, überall schon soweit. Vielleicht hier unten das einfach nur nochmal so und hier hinten so. Dann sieht das Ganze ein bisschen cleaner aus. Und dann würde ich auch mal sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Vielleicht haben wir die 500 Abonnenten schon, ich glaube nicht. Daher lasst gern ein Abo da, dann haben wir irgendwann die 500 Abonnenten. Ja, ciao, ciao und bis morgen.